Die Raupe hat eine wurmartige Erscheinungsform, besitzt keine Facettenaugen oder Flügel und ist ein permanenter Fresser. Während sich die Larven der Tagfalter an kleine Zweige hängen oder in Blätter wickeln, graben sich sie Raupen der Nachtfalter vor dem Verpuppen in die Erde ein. In diesem Stadium bewegen sie sich nicht mehr und hören auf zu fressen. Vor Feinden geschützt ruht das Insekt in seiner seidenen Hülle. Im Innern vollzieht sich eine Gestaltwandlung. Im Puppenstadium werden die wesentlichen imaginalen Organe wie zum Beispiel Flügel, Komplexaugen, Begattungsorgane, von denen bei der Larve in der Regel äußerlich keine Spur erkennbar ist, neu angelegt. Bei der letzten Häutung, dem Schlupf der Imago aus der Puppenhaut, erlangen die Organe dann nur noch ihre endgültige Form und härten aus. Bevor das letzte Larvenstadium sich zur Puppe häutet, verliert es in der Regel bereits seine Bewegungsfähigkeit. Ist die Ruhezeit zu Ende, sprengt der fertige Schmetterling die Puppenhülle unter großen Anstrengungen. Es kann mitunter mehrere Stunden dauern, bis er sich ans Tageslicht gekämpft hat. Zunächst ist das geschlüpfte Insekt noch weich und feucht und seine Flügel sind zerknittert. Die Flügel trocknen aber rasch, strecken und erhärten sich.
Der Schmetterling hat sein endgültiges Aussehen erreicht und fliegt in sein kurzes Leben, das artbedingt ein paar Stunden, mehrere Tage oder einige Wochen dauert.